Es ist einfach meine Familie, mein Verein. Ja. Das ist, da gibt es nichts anderes. Der FC St. Pauli ist, auch wenn das natürlich viele hier in diesem Umfeld nicht so gern hören, eine sehr, sehr starke Marke. Damals habe ich mich schon verraten gefühlt. In der Mitte des historischen Szeneviertels von Hamburg findet sich ein weltweit einzigartiger Verein, der FC St. Pauli. Mit der Nähe zum Kiez hat der Verein seit seiner Gründung schon immer ein etwas gemischtes Publikum angezogen, obwohl er dafür eigentlich keine nennenswerten sportlichen Erfolge vorzuweisen hatte. Seit Mitte der 80er Jahre hat der Verein allerdings eine Bekanntheit erreicht, die weit über Hamburg hinausgeht. Durch sein soziales Engagement im Kiez und politische Stellungnahmen wie das Bekenntnis gegen Diskriminierung zieht er Fans weltweit in seinen Bann. Wir sind hier im Herzen von St. Pauli, um herauszufinden, wie der Verein es schafft, die Balance zu halten zwischen Mythos auf der einen Seite und den Zwängen des kommerziellen Fußballs auf der anderen. In Zeiten, in denen der Fußball kommerzieller denn je geworden ist, steht der Verein vor der Herausforderung, sein Image möglichst gewinnbringend zu vermarkten, aber trotzdem nicht die Werte, die zu diesem Image beitragen, zu verraten. Gleichzeitig muss er dabei sportlich erfolgreich sein. Die akute Abstiegsgefahr macht diesen Spagat umso schwieriger. Wenn wir absteigen, dann werden wir es erstmal jahrelang schwer haben, wieder aufzukommen. Das tut schon weh. Also mich würde es nicht so drastisch stören, aber es ist schon Umsatzeinbußen. Ne? Vielleicht gibt es keinen Fanshop mehr, wäre auch nicht schlimm. Machen wir wieder eigene Klamotten, Ding-Dong, Feierabend. Mythos St. Pauli zieht natürlich an, es kommen viele her, die halt denken, es ist immer nur Party, immer lustig. Ist ja egal, wie wir spielen, was halt eigentlich nicht der Fall ist. Natürlich wollen auch wir gewinnen irgendwie. Es ist keine homogene Fanszene, es ist heterogen. Definitiv. Für mich würde sich nichts ändern. Ich komme nächste Saison auch in der dritten Liga wieder. In erster Linie würden wir natürlich weniger Touristen im Stadion haben, was ganz geil ist für uns. Nur St. Paulianer, die würden das Trikot vom Leib reißen. Das kann nicht angehen. Es gibt bestimmt verschiedene Fanlager und es kommen natürlich immer Leute dazu, die auch mit viel Elan viel ändern wollen. Auch da gibt es natürlich Diskussionen. Wie viele Stehplätze sollen wir hier haben? Irgendwie, wie wichtig sind Business Seats? Es gehört alles dazu. Und das macht St. Pauli gerade aus, dass es eine offene Diskussionskultur ist. Der Verein hat so eine Anziehungskraft, dass sogar Fußballfans aus der ganzen Welt nach Hamburg kommen, um den Mythos St. Pauli selbst zu erleben. When we first came to tour Europe, our second show was actually at Hoffenheim. And at the show, several people were wearing the Totenkopf. I asked about this, what's this going on? You know, what's this all about? Oh, it's our football, it's our local football team. And someone told me about it. You know, they're anti-racism, anti-homophobia, anti-fascism. A lot of punk rockers. My name is Dave Doman. I have a rock band called Swearing at Motorist. Originally from Dayton, Ohio, but I've been living here in Germany for the past 10 years. And I love St. Pauli. Um mehr über den Punk-Background der St. Pauli-Fankultur herauszufinden, spreche ich mit Sven Brooks, Punk-Legende und Hardcore-Fan seit knapp 30 Jahren. Heute ist er sogar selbst im Verein tätig. Ich treffe mich mit ihm im Jolly Roger, eine Fankneipe, die zu einer Institution innerhalb der Szene geworden ist, ein fester Bestandteil der Fankultur um den FC St. Pauli. Moin Peter, so ein Schlüssel holen. Das geht bitte. Stefan gelassen. Genau, super, das ist geklappt. Ist uns alles gut? Ja. Bis auf Tabelle, ne? Nein, Dortmund. Kriegen wir hin. Dortmund, der war auch unten, jetzt ist hoch. Ich bin im Rheinland aufgewachsen und bin zum Zivildienst nach Hamburg gekommen, 1986. Und dann halt durch meine Freunde aus der Punkszene halt zum FC St. Pauli mitgegangen und habe dann seitdem eigentlich auch kein Spiel mehr verpasst. Ich habe dann erstmal 8,5 Jahre im Fanladen gearbeitet und so haben wir dann die Fanarbeit überhaupt gestartet beim FC St. Pauli. 1989 ging das los im Oktober. Und bin dann 98 in den Verein gewechselt und bin halt für die Abwicklung der ganzen Heimspiele zuständig, die Gesamtorganisation dieser Veranstaltung inklusive des Sicherheitsbereichs. Wenn wir ein bisschen zurückgehen an die Ursprünge, wann fing das mit St. Pauli und dieser sehr speziellen Fanszene an? Mitte der 80er, würde ich sagen, Anfang Mitte der 80er, kamen verschiedene Zufälle zusammen, die es eigentlich nur so in Hamburg hätte geben können. Zum einen, dass sich die Gegend hier ums Stadion verändert hatte, auch durch Niedergang der Hafenindustrie und durch das Aufkommen der Nazi-Fans beim anderen Hamburger Verein, wollten viele Leute da nicht mehr hingehen, waren so ein bisschen heimatlos. Und das führte dann dazu, dass viele Leute gesagt haben, Mensch, guck mal, lass doch mal zum FC St. Pauli gehen, ganz in Ruhe Fußball gucken, weil da gab es eben keine Hooligans oder sowas. Und dann hat sich das aus einem ganz kleinen
Pflänzlein einiger weniger Fans zu dem entwickelt, was wir heute sind. Der Hauptkristallisationspunkt, das bekannteste, waren sicherlich die Häuser in der Hafenstraße. Die waren ja ständig von Räumung bedroht. Die gab es seit 81 im besetzten Status. Und da hat sich eben was zusammengeschlossen, was es vorher in dieser Koalition nie gab. Also ganz normale Anwohner, die schon seit langem mit den Leuten da ganz gut zurechtkamen, haben sich solidarisiert. Die gesamte linke Bewegung, damals ja noch friedensbewegt und so weiter, das war alles so ein Haufen. Und Demos, Solidaritätsdemos mit dem Hafen, die waren damals auch mal gerne 10.000, 20.000 Leute stark. Wie hat sich jetzt das Viertel hier geändert in den letzten Jahren und damit auch vielleicht der Verein zwangsweise? Die Frage wird in letzter Zeit immer öfter gestellt, hat der Verein eine Mitverantwortung für das, was im Viertel passiert? Oder gibt es eine Wechselwirkung? Weiß ich nicht. Die sogenannte Gentrifizierung hier im Stadtteil, die nimmt natürlich rasante Ausmaße an. Wo früher Einzelhandel war, Lebensmittelläden und so weiter, da hast du heute Latte Macchiato-Bars und Kunstgalerien und viele halblegale Hostels und sowas, die natürlich eine entsprechende Klientel anziehen, Feierpublikum, die ganzen Junggesellenabschiede und so, das ist schon, ist nicht sehr schön. Der Ausbau des Stadions als sichtbare Veränderung des Vereins ist ja schon auch seit Jahrzehnten geplant. Wenn du im alten Stadion warst, so diese Nähe zu den Fans, die war einfach gang und gäbe, weil unser Besprechungsraum, du musstest quer durchs Clubheim gehen. Da hattest dann zwar 5 Zigaretten und vielleicht auch ein bisschen mehr Kraut inhaliert vorm Spiel, aber das hat dir natürlich nochmal einen kleinen Zusatzpush gegeben. Der Großteil der Jungs, die aus der dritten in die erste Liga gegangen sind, die haben ja wirklich erlebt, was es heißt, nach dem Training sind die Duschen kalt, der Schimmel kommt von den Decken, die Asbestplatten tropfen langsam runter. Das ist ja Luxus, ne, was wir heutzutage haben. Und vielleicht ist das zu viel Luxus. Deswegen kann man auch alle, die in den Jahren hier die Fußballschuhe geschnürt haben, können sich heute noch auf die Schulter klopfen und sagen, Leute, kommt vorbei, kommt an die Kollaufstraße, kommt hier ins Stadion, guckt, was hier draus geworden ist. Das ist auch ein großer Teil euer Verdienst. Und da kriege ich direkt Gänsehaut wieder. Und das ist einmalig und das wird man sein Lebtag auch nicht vergessen. Diese Hingabe. Also dieses, wenn man einmal in dem Club gefangen ist und sich auch der Bedeutung bewusst ist, was man halt für die Menschen auf den Tribünen und im Viertel alles erreichen kann. Weil wir haben früher immer so plakativ gesagt, geht's dem Verein gut, geht's dem Viertel gut. Ne? Und dieses Feuer auch immer, dieses Bedingungslose halt, was auch von den Rängen transportiert worden ist auf dem Platz. Leute, egal was passiert. Wir hatten damals so eine Grundstimmung, wo wir gesagt haben, ey Leute, es ist das Millern, es kann uns ja nichts passieren. Der Verein will mit seinen Werten weiterhin möglichst viele Leute erreichen. Dazu muss er sich aber zwangsläufig den Regeln des Profifußballs unterordnen und seriös wirtschaften. Michael Meeske und Martin Drost sind als Geschäftsführer und Marketingleiter für die kaufmännische Ausrichtung des Vereins zuständig. Wir sind natürlich im Rahmen der Wirtschaftlichkeit stark gewachsen in den letzten Jahren, liegen jetzt mittlerweile bei knapp 31 Millionen Euro Gesamtumsatz, sind damit wahrscheinlich auch eines der größeren Themen vom Umsatz, eines der großen 3-4 Themen im Zweitligafußball zumindest einmal. Wir haben momentan in den letzten Jahren eigentlich immer so Ergebnisse von Pi mal Daumen 1.500.000 bis 1 Million ausweisen können, was natürlich gerade auch im Vergleich zu den Zeiten, die wir so bis 2005, bis 2006 hatten, dann doch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Mein Name ist Michael Meeske und ich bin Mitglied der Geschäftsleitung, verantworte dort die Bereiche Vermarktung, Finanzen und Verwaltung. Die Identität des Vereins, also die einen sagen Marke, wir sagen dann vermehrt Identität letztendlich, wenn wir über die besondere Beschaffenheit des Vereins sprechen, die ist natürlich das zentrale Gut dieses Vereins. Dies ermöglicht wiederum dem Verein auch besondere Verwertungsmöglichkeiten, das ist sicherlich mal so. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, damit sehr sensibel umzugehen, weil natürlich schon auch gerade mit diesem relativ speziellen Image, was wir haben, dieser sehr eigenen Identität, laufen natürlich auch Gefahr, die schnell zu verwässern und beliebig werden zu lassen. Das hat sich meiner Ansicht nach sehr bewährt. Und so, dass wir da eigentlich gute Prozesse haben, die es uns wiederum ermöglichen, sehr sensibel, aber in gewisser Art und Weise auch mit einem kommerziellen Blickwinkel mit dieser Identität des Vereins zu arbeiten. Der FC St. Pauli ist, auch wenn das natürlich viele hier in diesem Umfeld nicht so gerne hören, eine sehr, sehr starke Marke im Fußballbereich. Das Wort Marke ist hier immer so ein bisschen schwierig, aber
es gibt nun mal eigentlich keinen präziseren Begriff dafür. Ich bin Martin Drost, ich bin hier Leiter Marketing und Vertrieb beim FC St. Pauli seit Januar diesen Jahres. Es gibt 2 Millionen Fans ungefähr des FC St. Pauli in Deutschland. Es gibt 19 Millionen Sympathisanten. Und wir sagen eigentlich immer, der FC St. Pauli ist so der deutschen beliebteste Zweitverein. Bei uns spricht man ja ganz oft davon, wir sind ja eine Marketingabteilung mit angeschlossenem Fußballverein. Das stimmt ja in dem Sinne eigentlich nicht. Das kommt ja eher daher, dass wir für ein Lebensgefühl stehen hier beim FC St. Pauli. Das heißt, die Assoziationen mit uns sind automatisch andere als halt nur auf den laufenden Fußballbetrieb. Soziales Engagement eines Fußballvereins, gerade in diesem Umfeld, ist eine Notwendigkeit. Und natürlich hilft es, den Verein klar zu positionieren. Was den Umsatz an Merchandising in der zweiten Liga angeht, kann ich das gar nicht zweifelsfrei beantworten, ob wir da jetzt die meisten machen oder nicht. Ich gehe aber eigentlich davon aus. I gave you my heart, you gave me some pills. Also der Profifußball ist im Allgemeinen verdorben worden vom Geld. Ich bin Doc Mabuse. Ja, ich bin das erste Mal, glaube ich, war das 76 zu St. Pauli gegangen. Ja, ich habe in der Hafenstraße gewohnt und habe dann immer mehr Leute mit ins Stadion genommen. Nach einem Spiel, es war Dom, ich hatte gut einen im Tee, bin noch über den Dom gelatscht und da war ein Stand mit Fahnen und ich habe so die Fahne gesehen, die Totenkopfflagge, 10er gekostet, 10 Mark, ne? Und da habe ich sie auf Besenstiel genagelt oder getackert, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, und habe die dann mit ins Stadion gebracht. Ja, und so hat sich das eingebürgert. Ne? Wenn ich gewusst hätte, was daraus entsteht, dann hätte ich da mir ein Patent draus geben lassen. Ne? Also, ja. Jetzt habe ich mich schon verraten gefühlt, dass so ausgebeutet wurde. Ne? Und auch eben halt das ganze Umfeld hat sich auch verändert. Das war mehr so ein In-Ding. So, ne? Also, oh, ich gehe zu St. Pauli, ich bin in. Ne? Und das war's dann. Also, da war dann nicht mehr so die wirkliche Identifizierung mit dem Verein. Ne? Selbst der Führungsebene fiel auf, dass St. Pauli vielleicht in einer Identitätskrise steckt. Deshalb wählten sie Uke Göttlich als Präsidenten, der als Musikvermarkter bewiesen hat, wie man Indie und Mainstream zusammenbringt. Ich versuche immer zu erklären, dass ja Geld verdienen auch etwas Soziales bedeutet. Weil dadurch, dass wir Geld verdienen, können wir sozial tätig werden. Und sozial tätig werden heißt, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze sichern. Wir können für den Stadtteil gewisse Themen auch setzen. Wichtig dabei ist, wie kannst du auch Geld verdienen, nicht nur kritisieren, sondern Geld verdienen und kommerzielle Einkünfte und auch den Verkauf von Logen, den Verkauf von Business Seats auch verständlich machen, dass das letztlich dazu beiträgt, dass wir auch den FC St. Pauli als ein soziales Unterfangen für den Stadtteil begreifen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass Fans und Mitglieder diesen Verein im Grunde genommen vor ungefähr 30 Jahren so ein bisschen aus der Normalität gehoben haben. Und dass es dadurch ja natürlich auch ein gewisses Interesse für auch Marken, für auch Sponsoren, für auch Logenbesitzer, die nämlich ein lebendiges Fußballspektakel sehen wollen, ein emotionales Fußballspektakel sehen wollen. Hier gibt es übrigens die beste Erbsensuppe. St. Pauli will und kann also die kommerzielle Realität des Profifußballs nicht ignorieren. Vor diesem Hintergrund ist das Spiel heute besonders entscheidend. Der Verein befindet sich vor diesem Spieltag auf dem letzten Platz der zweiten Bundesliga. Es droht der Abstieg in die dritte Liga und damit weniger Einnahmen aus Fernsehgeldern und ein beträchtlicher Zuschauerschwund. Der heutige Gegner, Erzgebirge Aue, ist nur 3 Punkte entfernt. Ein Sieg muss her. I think that what's so important about today's match is it's a chance for us to finally spring out of last place. I expect a really exciting atmosphere. I think for a lot of people it feels like a do or die moment. I think emotionally for the Mannschaft, for the actual players, I think that we're at a tipping point.
Heute ist das natürlich besonders wichtig. Das weiß nicht. Ich glaube, wenn die heute verlieren, dann fange ich an zu weinen oder so. Wir haben alle keinen Bock auf dritte Liga. Sicherheitsspiele, kein Bier. Forza St. Pauli, es ist das Wichtigste, was es im Moment gibt, dass wir da unten aus dem Keller rauskommen. Denn das tut so langsam auch ein bisschen weh, ne? Fans sind ein riesiges Faustpfand, was wir da hinter uns haben. Und da gibt es Vereine, in denen die Situation schon ganz anders wäre, wenn die Mannschaft in der Situation wäre, in der wir sind. Unsere Fans unterstützen uns bis gar nichts mehr geht, sag ich mal so. Und hier werden Fehler verziehen und hier wird auch noch geklatscht, auch wenn es nicht so gut lief. Und das ist was ungeheuer wichtig ist für unsere Truppe, gerade für jüngere Spieler und was uns auch hilft. Gerade nachspielen ist es halt so, das Gute, was ich eben schon erwähnt habe, dass man eben nicht mit Flaschen beworfen wird oder was es auch alles im Fußball leider Gottes gibt, sondern hier kann man dann auch den Dialog eben suchen. Und natürlich sind die Fans dann auch sehr kritisch. Trotz allem versuchen wir uns immer wieder zu stellen und glaube, dass der Austausch auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Fans auch merken, okay, das sind nicht die Jungs einfach da unten auf dem Platz und die sind da weit weg, sondern die sind da auch bei uns dabei und bei uns auch dran. Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit der Beziehung der Fans zu dem Verein und zu der Mannschaft schon über Jahre. You were running round my bed. You were beating me at my own game. Wieder kein Heimsieg. Richtig, richtig geil drauf. Ja. Wäre schon mal wichtig gewesen heute, ne? Ja, auf jeden Fall. So langsam ist der Rückenwind nicht mehr so. Der kommt eher von vorne, ne? What I hope is that we can stay in the second league. I don't want third division football. Ich würde trotzdem jedes Heimspiel herfahren. Das Spiel keine Rolle, ne? Es ist einfach meine Familie, mein Verein. Ja. Da gibt es nichts anderes. Nach dem 0:0 gegen Aue ist die Situation auf Pauli nicht leichter geworden. Was würde der Gang in die dritte Liga für den Verein bedeuten? Könnte St. Pauli den Abstieg vielleicht sogar nutzen, um sich wieder auf seine Werte zu besinnen? Der FC St. Pauli ist nicht zum Kultverein geworden, weil er sich über Erfolg definieren wollte, sondern für Werte steht, die weit über das Fußballgeschäft hinausgehen. Deshalb wird der Mythos St. Pauli weiterleben, egal in welcher Liga. Wenn es denn tatsächlich in die Grütze geht und der Verein geht wieder runter in die dritte Liga, ja, dann muss man halt sagen, ja, auch so ein Schlag ist dann halt wieder die Chance, wieder vielleicht was Neues Großes entstehen zu lassen. Es wird natürlich im Abstiegsfall logischerweise alles nicht leichter, dann diesen vielfältigen Themen, die wir jetzt eigentlich auf der Agenda haben, auch entsprechend gerecht zu werden. Wir haben noch genug Spiele, wir haben auch noch genug Chancen, Punkte zu holen. Und natürlich müssen die Fans jetzt auch die Ruhe bewahren, den kühlen Kopf bewahren. Die Liebe zum Verein, die ist und die bleibt, egal in welcher Liga wir jetzt spielen. Und Freunde,